Willkommen im Yoga-Zentrum Jena bei Yoga Stilvoll. Ich bin André. Ich bin Gabi. In diesem Video geht es um den Iliopsoas, um den Hüftbeuger. Wir haben Übungen vorbereitet, die den Hüftbeuger dehnen und kräftigen. Wir gehen schrittweise voran. Wenn irgendwas zu viel wird, übe einfach an der Stelle weiter, wo es für dich passt. Wir beginnen im Liegen auf der Matte und ich übe wieder mit dir mit. Viel Spaß! Und ich erkläre dann gleich im Liegen noch ein bisschen die Hintergründe. Mach's dir bequem, es geht los. Hier im Liegen ist der Psoas schon mal in einer Dehnung. Der geht von der Oberschenkelinnenseite durch die Hüfte zum unteren Rücken und ist bei gerade ausgerichtete Hüfte, also gestreckte Hüfte, in der Dehnung. Durch das viele Sitzen, auch Laufen, was meistens ein Beugen in der Hüfte ist, ist der meistens verkürzt. Wir werden den jetzt intensiv aufdehnen und kräftigen, dass in diesem Bereich Hüfte zum unteren Rücken ein bisschen mehr Mobilität reinkommt. Gut, dann streck dich lang aus, verschränk die Hände über dem Kopf, streck dich über die Hände lang durch, schieb die Fersen weit weg. Dann beginn mit dem rechten Knie angewinkelt, zieh das heran, schieb die linke Ferse sehr weit weg und das rechte Knie heran. Intensive Dehnung des Psoas, linke Oberschenkelinnenseite zum unteren Rücken und auch im rechten angewinkelten Bein ist er in der Dehnung. Das merkst du vielleicht an der Oberschenkelinnenseite. Gut, dann mobilisieren wir ein bisschen, dafür Kreis mit dem rechten Knie in der Luft. Ruhig ein bisschen ausladend, große Kreise. Und wechsel die Richtung. Dann zieh das Knie noch einmal heran. Und wechsle die Seite, also rechte Bein auf der Matte ausgestreckt, linke Knie herangezogen. Spür wieder, ob du den Muskel wahrnehmen kannst. Linke Oberschenkelinnenseite zum unteren Rücken, beziehungsweise auch im rechten gestreckten Bein, Oberschenkelinnenseite zum unteren Rücken. Auch hier mobilisieren wir, das heißt, mach große Kreise mit dem linken Knie in der Luft. Wechsle die Richtung. Gut. Dann beende, zieh das Knie wieder heran, das rechte auch, also beide Knie herangezogen. Über die Seite löse auf und komm zum Vierfüßler, zum Tiger. Nimm dir da gerne eine Decke unter das Knie. Wir machen nämlich eine diagonale Streckung. Rechte Arm und linke Bein strecken jeweils weit weg. Schau, dass du da mit der linken Hand fest im Boden stabilisiert bist. Atme in der Position. Dann geht es wieder zum Vierfüßler zurück, zweite Seite, linke Arm nach vorn gestreckt, rechte Ferse nach hinten gestreckt. Bleib hier, atme in dieser Position. Löse wieder zum Vierfüßlerstand auf. Von hier streck dich nach hinten zum abwärts schauenden Hund. Bring Länge in den Rücken, mobilisiere noch mal ein wenig. Dann verlagere das Gewicht auf den linken Fuß, streck den rechten Fuß nach hinten oben und bring das rechte Knie nach vorn zum rechten Ellbogen. Nochmal nach hinten oben gestreckt,
wieder nach vorn zum rechten Ellbogen. Noch einmal nach hinten gestreckt, dann zum linken Ellbogen nach vorn. Noch einmal nach hinten oben gestreckt, das rechte Bein. Dann zieh das rechte Knie mittig nach vorn und halte hier. Und dann stell den rechten Fuß nach vorn zwischen die Hände. Zieh dich mit dem Oberkörper nochmal nach vorn. Dann die Drehung nach rechts. Linker Arm bleibt auf der Matte, vielleicht auf einem Block. Der rechte Arm nach oben gestreckt. Komm mit dem Brustkorb nach vorn in die Länge, weit nach rechts gedreht. Bring wieder die rechte Hand nach unten. Leg das linke Knie hinten ab. Gern gepolstert, linke Fuß lang. Gut, die Hüfte geht nach vorn unten. Bring die Hände vorn auf den Oberschenkel, knapp vorm Knie. Richte dich nach oben auf und dehn die Hüfte nach vorn unten auf. Die rechte Ferse unter dem rechten Knie. Atme. Eine leichte Seitbeuge. Die rechte Hand bleibt auf dem Oberschenkel. Heb den linken Arm und beweg den Oberkörper leicht nach rechts in die Dehnung. Also die linke Seite verlängert durch eine leichte Seitbeuge nach rechts. Komm wieder zurück, bring beide Hände nach oben, verschränk die Hände, Mittelfinger zeigen nach oben, leichte Rückbeuge, indem der Brustkorb hebt, der Blick etwas hebt. Und dann geht es wieder nach vorn, die Hände vorn abgestützt, rechts und links neben dem Fuß. Dann bring den rechten Fuß zur Seite und komm tiefer in die Position hinein. Du kannst, wenn das passt, die Unterarme zum Boden bringen oder als Zwischenlösung die Unterarme auf Blöcke legen. Stütze dich wieder mit den Händen ab, zieh den Oberkörper nochmal nach vorn, bring die rechte Hand auf den rechten Oberschenkel und dreh weit nach rechts oben auf. Die Schultern gehen zurück, der Brustkorb aufgedehnt und gedreht. Wenn du magst, kannst du erweitern und mit der rechten Hand den linken Fuß fassen. Naja, wenn du magst und kannst. Und atme. Sehr intensive Dehnung in der linken Oberschenkelvorderseite. Gut, dann löst das langsam wieder auf. Stütze wieder beide Hände vorn ab. Bring die rechte Hand nach außen, den rechten Fuß etwas weiter nach innen wieder. Und jetzt schieb deine Hüften nach hinten. Also, du kannst gern Blöcke verwenden unter den Händen, das ist ein bisschen leichter. Das rechte Bein kommt in die Streckung nach vorn. Und der Oberkörper darf sich nach vorn Richtung rechten Bein ablegen. Also intensive Dehnung auf der rechten Oberschenkelrückseite. Gut, dann beug wieder das rechte Knie, zieh den Oberkörper wieder nach vorn. Es geht von hier zur Taube, Kapotasana, dafür kommt der rechte Fuß nach links. Schau, dass das rechte Knie sich in der Position wohlfühlt, also du kannst gern die Hüfte unterlagern, etwas höher kommen und den rechten Fuß etwas weiter vor oder zurückbringen. Lass dich hier hineinsinken in die Vorbeuge. Du kannst die Stirn zum Beispiel auf die Hände oder Unterarme legen und spüren diese Dehnung in der Hüfte. Dann stütze dich mit den Unterarmen wieder ab, richte dich mit dem Oberkörper auf, gern nochmal mit Block, etwas höher abgestützt. Es geht nochmal zum Schwan, also die Möglichkeit, linke Bein angewinkelt und dann mit der rechten Hand links außen zum Bein zu fassen. Wenn es geht, zieh den Fuß heran, wenn nicht, braucht es einfach noch mehr Dehnung auf der Oberschenkelvorderseite, vielleicht demnächst. Dann löse langsam wieder auf.
stell hinten die Zehen auf und schieb dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Bring nochmal Länge in deinen Rücken und machen wir die gleiche Sequenz nochmal auf links. Also beginn, indem du das Gewicht auf den rechten Fuß bringst, das linke Bein nach hinten oben streckst. Dann geht es nach vorn mit dem linken Knie, außen zum linken Ellbogen, wieder nach hinten oben. Nochmal außen nach links, nochmal nach hinten oben gestreckt mit dem linken Bein. Jetzt geht es nach vorn zum rechten Ellbogen, noch einmal nach hinten. Nochmal mittig, bleib hier und mit einem kleinen Schwung stell den linken Fuß nach vorn, so dass wieder die Ferse unter dem Knie steht. Zieh dich mit dem Oberkörper nach vorn und die Drehung nach links, die rechte Hand fest im Boden oder auf einem Block, linke Arm nach oben gestreckt, atme in dieser Drehung. Dann stütze wieder beide Hände unten ab, leg das rechte Knie ab, du kannst hier gern wieder polstern, eine Decke unterlegen. So, und dann in dieser Position, zieh den Oberkörper nach vorn in die Länge, stütze dich mit den Händen nach vorn auf dem Oberschenkel ab, also Aufrichtung nach oben im Oberkörper, dazu die Seitbeuge, dafür heb den rechten Arm und dehne deine rechte Seite sehr lang durch, also atme in die Seite hinein. Dann streck dich wieder nach oben, die Zeigefinger zeigen Richtung Decke, leichte Rückbeuge, vor allem der Brustkorb gehoben. Und dann stützt die Hände wieder vorn ab. Komm mit der Hüfte nach vorn unten in die Weite. Linke Ferse mal genau unter dem linken Knie. Komm hier weiter hinein, indem du die Unterarm abstützt, gerne auf einem Block. Sehr intensive Haltung. Im Grunde sind wir auch kurz davor, den linken Fuß über den Kopf zu legen. Können nicht viele, muss auch nicht sein, aber das erklärt, warum die Haltung so intensiv ist. Stütz dich wieder höher ab, der Oberkörper nach vorn verlängert. Dann stützt die linke Hand oben auf dem linken Bein ab, dreh nach links oben auf. Wenn das für dich passt, greif dir mit der linken Hand den rechten Fuß. Das setzt wieder sehr viel Dehnung in der rechten Oberschenkelvorderseite voraus. Atme in der Position. Dann löse langsam wieder auf, bring wieder beide Hände nach vorn. Jetzt geht die Hüfte nach hinten, dafür den rechten Fuß verlängert abgelegt. Das linke Bein darf mit dem Fuß noch ein Stück nach vorn wandern. Die Hände gern auf den Blöcken abgestützt. Schieb die Hüfte nach hinten, zieh den Oberkörper nach vorn und lass dich zum linken Bein nach unten sinken. Atme in dieser Position, vertief die Dehnung auf der linken Oberschenkelrückseite. Dann beug wieder mehr im vorderen Knie, zieh den Oberkörper nach vorn, es geht zur Taube, dafür kommt der linke Fuß nach rechts. Gern die linke Hüfte unterlagert, achte auf das linke Knie, dass da kein Druck entsteht, dass da nichts zieht. Und dann geht das rechte Bein vielleicht noch ein Stück nach hinten in die Länge, während der Oberkörper nach vorn geht. Du kannst dich auf den Unterarm abstützen oder ablegen, die Stirn auf die Unterarme oder auf die Hände bringen.
richte dich mit dem Oberkörper wieder ein wenig mehr auf, die Hände abgestützt. Es geht zum Schwan, wenn das auf dieser Seite funktioniert. Winke das rechte Knie an und zieh den rechten Fuß heran, um mit der linken Hand den rechten Fuß zu fassen. Setz wieder sehr viel Dehnung auf der Oberschenkelvorderseite voraus. Wenn es geht, genieß das, zieh den Fuß weiter ran. Wenn nicht, lass das Bein lang, richte dich im Oberkörper auf und atme. Gut, dann löse langsam wieder auf. Stütz beide Hände ab. Streck dich nach hinten zum abwärts schauenden Hund. Bring Länge in den Rücken, gern etwas mobilisiert in den Beinen, in der Hüfte. Gut, dann senk beide Knie zum Vierfüßler, kreuz die Füße und setz dich nach hinten. Es geht weiter mit einer Variante vom Boot. Dafür brauchst du einen langen Rücken, die Hände etwas nach hinten abgestützt, Oberkörper sehr schön aufgerichtet. Und dann heb die Füße erstmal auf halbe Höhe, also Füße auf Kniehöhe. Du kannst gerne mit den Händen die Oberschenkel fassen, den Brustkorb noch etwas heben und hier halten. Wenn das funktioniert, der Rücken sich nicht beschwert, streck die Hände nach vorn, halte, atme, schau natürlich, dass es vom Rücken passt. Wenn du magst, kannst du die Beine auch komplett strecken. Dann seitlich bring beide Arme und den Oberkörper in eine leichte Drehung nach links. Und analog eine leichte Drehung nach rechts. Dann wieder mittig. Dann leg dich ganz langsam ab, verzögere das. Die Beine also gestreckt, ganz langsam Richtung Boden, den Oberkörper langsam abgelegt. Und dann lass dich ganz nach unten sinken, leg dich ab. Von hier geht es weiter mit der Schulterbrücke. Du brauchst einen Block unter der Hüfte, wenn du es intensiver magst, gern noch zwei Blöcke. Die Füße hüftgelenksbreit aufgestellt, heb die Hüfte an, leg ein oder zwei Blöcke unter deine Hüfte. In dieser Position greift jetzt mit beiden Händen das rechte Knie, zieh das rechte Knie zum Oberkörper heran und streck das linke Bein auf der Matte lang aus. Bleib hier und atme. Für den Wechsel stell den linken Fuß wieder auf, stell den rechten Fuß auf, zieh das linke Knie mit den Händen zum Oberkörper heran und dann streck das rechte Bein lang aus. Komm in der Position an, atme. Gut, dann zum Auflösen stell wieder den rechten Fuß auf, stell den linken Fuß dazu, heb die Hüfte an, nimm die Blöcke heraus und dann roll den Rücken langsam ab. Lass die Knie zusammenfallen, die Fersen gehen leicht nach außen, bleib hier
und atme. Abschließend noch eine Drehung, die Krokodilsdrehung. Dafür schließ die Füße, nimm dir zwei Blöcke nach rechts und links zum Unterlagern und dann streck erst das linke Bein aus, zieh das rechte Knie heran, der rechte Arm geht zur Seite, dann die Drehung nach links, die Hüfte gerne noch etwas verlagert, dass es wirklich passt in der Drehung, rechte Knie auf dem linken Block abgelegt, dreh den Kopf mit langem Nacken nach rechts. Atme, weich und fließend in dieser Drehung. Löse wieder zur Mitte auf, verlagere die Hüfte etwas nach links, streck das rechte Bein lang aus und dann rollt die gesamte Hüfte nach rechts. Rechte Hand am rechten Knie, rechte Knie möglicherweise auf dem Block. Schau mit langem Nacken nach links. Löse wieder auf, komm wieder in der Mitte an, die Hüfte wieder mittig abgelegt. Greif dir beide Knie, zieh die zum Oberkörper heran und pende leicht seitlich. Wenn du magst, kannst du auch in der Luft kreisen mit den Knien. Dann natürlich auch die Richtung mal wechseln. Dann die Endentspannung Shavasana. Die Beine wieder aufgestellt, die Ferse etwas nach außen orientiert, lass die Knie zusammenfallen. Und dann kannst du, wenn du magst, die Hände auf die Bauchdecke legen, die Atmung vertieft fließen lassen, den unteren Rücken nochmal lockern und dich insgesamt gut in den Boden einkuscheln. So dein gesamter Rücken eine angenehme Fläche mit dem Rücken bildet. So da weich in den Boden sinkst, deine Atmung angenehm fließt. Dann verlänge, vertief wieder deine Atmung. Bring kleine Bewegungen in deinen Körper. Dehn die aus, streck dich, reck dich, rege dich. Zieh nochmal beide Knie heran. Roll über die rechte Seite und komm wieder nach oben in bequemen Sitz.
die Handflächen vor dein Herz. Namaste. Dann wäre unsere Empfehlung, dass du auf den Psoas tatsächlich auch die nächsten Tage ein bisschen achtest. Also, wann bist du hier in der Beuge, wann in der Streckung? Du wirst diese Übungen nämlich in fast allen Yoga-Programmen wiederfinden. Das ist ganz zentral für die Ausrichtung des unteren Rückens, für die Beweglichkeit der Hüfte und braucht viel Aufmerksamkeit auch im Alltag, dass man, wenn der verspannt, das idealerweise bald merkt und dann entsprechend eine kleine Übung einbaut, um den wieder in die Länge zu bringen. Also darauf zu achten, kann dir viel Lebensqualität geben und vor allem auch den unteren Rücken entlasten im Alltag. Ja, wir freuen uns natürlich wie immer über Rückmeldungen, Feedbacks. Wenn du den Kanal abonnierst, freuen wir uns auch. Für ein Like freuen wir uns. Yoga-Hilfsmittel, Yoga-Kleidung gibt's alles bei Yoga Stilvoll. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.